Wir sprechen heute über die Milchtoner und ich habe mich ein bisschen gedrückt vor dem Thema, denn da steckt viel Persönliches drin, ne? Also ich habe beide wirklich ausgiebig getestet. Den habe ich sogar auf der Kopfhaut auch getestet, der jetzt nur im Gesicht, weil wir haben hier einfach die doppelte Menge und hier haben wir 100 Milliliter. Und ich bin ja schon so ein Freund davon, Feuchtigkeit und so, das ist genau mein Ding und das passt auch gut zu meinem Hauttyp. Aber meine Haut harmoniert nicht so richtig damit. Also, ich sehe genau, du hast noch nicht abonniert. Falls du das noch nachholen möchtest, unterstützt du mich, unterstützt meinen Kanal. Das kann man übrigens auch mit dem Daumen nach oben machen und vielleicht hast du ja Bock, irgendwas in die Kommentare ranzuhauen. Falls du richtig gut drauf bist, kannst du auch eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Was bringt dir das genau? Gar nichts. Ich schaffe es leider nicht, da irgendwie mehr Videos hochzuladen. Aber vielleicht können wir es ja so regeln, dass du vielleicht vorzeitig in meine Videos reingucken kannst. Da gibt es nämlich eine Funktion bei YouTube. Also, falls du Bock hast, danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss! Wenn du fettige Haut hast, kommt das Fett irgendwann mal drunter wieder durch. Und wenn du, oder wenn ich den drauf habe und dann noch eine Sonnencreme drauf mache, dann bröseln mir sehr viele Sonnenschutzprodukte einfach so ein bisschen runter vom Gesicht. Oder ist es das Produkt, was halt eine Liaison eingeht mit dem Sonnenschutzprodukt? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall eine gute Idee. Sagen wir es mal so, ne? Also von der Formulierung her sind beide ähnlich. Na, wir haben hier aber noch zusätzlich Sika und Panthenol. Und ich kenne tatsächlich jemanden, der Panthenol nicht verträgt. Und Panthenol ist in sehr vielen Skincare-Produkten. Von dem her ist das für die Person eine richtig gute Hausnummer, weil hier ist wieder Panthenol drin. Und ich finde es auch nicht gut, dass solche Produkte oder solche Inhaltsstoffe wie Panthenol eigentlich in sehr vielen Produkten enthalten ist, weil es gibt immer Menschen, die eben auf Inhaltsstoffe reagieren und da eine Variation reinzubringen, kann ich mir vorstellen, ist unwahrscheinlich schwierig. Aber hier hat man eine Variation, wenn man zum Beispiel wie meine Bekannte, da kann man dann drauf zurückgreifen sozusagen, was sage ich echt mega gut aus. Ne? Also man muss aber halt auf die Sika-Geschichte verzichten, aber seid euch eins gesagt, Sika in der Drogerie, es ist schon ein bisschen was drin und das bewirkt schon auch was. Aber wenn du halt die volle Wirkung von Sika haben willst, kaufst du dir ein Produkt, wo ein bisschen mehr drin ist davon. Das hast du hier leider nicht so. Na, also ich kann auf jeden Fall gut verstehen, dass man mit den Produkten gut zurechtkommt. So der erste Auftrag, den hatte ich zuerst, der war. Das war eine tolle Sache irgendwie. Ich habe das aufgetragen und hatte wie so einen Feuchtigkeitskick auf der Haut. Und ich mag das, weil ich habe ja eine übertrieben fettige Haut, was ja die Ursache ist, so ein bisschen, dass die Feuchtigkeit in der Haut fehlt. Und da hat man so ein Produkt konzipiert und da kommt es richtig gut. Ich bin aber eher der Typ, der entweder ein Gel gerne aufträgt oder einen Toner aufträgt. Aber keine Lotion. Wir haben hier, das heißt zwar Toner, aber das ist so dick, das Zeug, dass man wirklich davon sprechen kann, dass es eine Lotion ist. Ich würde auf keinen Fall nochmal hergehen und das nochmal kaufen, weil, wie gesagt, also es ist eine persönliche Sache, ich mag es halt einfach mehr, wenn Produkte flüssiger sind. Ich weiß, wo die Grundidee herkommt. Man guckt wieder so ein bisschen nach Korea, wo man halt eben auch das Toner-Layering betreibt, was für mich überhaupt keinen Sinn macht. Das betreibe ich irgendwie nur, wenn ich irgendwie Produkte aufbrauchen möchte. Und das ist in den beiden Produkten nicht ganz gelungen, weil ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wenn ich das auftrage, ich trage ein Serum auf. Also eine Grundbasis ohne Wirkstoff und weil das halt so dick ist. Ich habe jetzt auch schon auf Social Media einfach mitbekommen von Menschen, die eben auf das Eindickende, entweder war es, boah, ich weiß den Inhaltsstoff nicht mehr, aber es ist ein Inhaltsstoff, der das Ganze eindickt, außer der Stärke und da reagieren einige mit Pickelchen drauf. Und da stelle ich mir halt auch wieder die Frage,
Muss das sein? Denn ein Toner funktioniert. Du hast hier ja keinen weiteren Benefit, ne? Das ist ja nur eine andere Konsistenz. Der Benefit ist bei diesen zwei Produkten nicht wirklich gegeben. Ich kann zum Beispiel verstehen, dass man diese Produkte hergenommen hat im Sommer, wenn man sich ein bisschen die Haut verbrannt hat, wenn man nicht richtig aufgepasst hat und sich da so ein bisschen damit gepflegt hat. Ich kann mir vorstellen, dass das halt wirklich was gebracht hat. Aber ich habe auch ganz oft gelesen, dass man stellenweise nur das aufgetragen hat, weil man einfach gedacht hat, das ist eine Lotion, das reicht doch. Ist es nicht. Ne? Also das ist rein nur für die Feuchtigkeit. Und du musst die Feuchtigkeit aber, wenn du die Feuchtigkeit auf dem Gesicht aufträgst, musst du die auch einschließen. Das heißt, da muss eine Creme kommen. Oder du trägst dir Paraffin um Liquidum auf. Das kannst du dir natürlich auch auftragen. Ne? Glycerin beispielsweise ist hier ja auch enthalten. Aber wenn du halt pure, wie sagt man so schön, Feuchtigkeit aufträgst und nichts danach. Das hat ja seinen Sinn, die Creme zum Schluss. Das versiegelt alles. Klar will jetzt nicht jeder Paraffin auf dem Gesicht auftragen. Ich meine, ich bin da auch so ein bisschen vorsichtig, aber wenn du halt wirklich eine trockene Haut hast, dann ist das der absolute Game Changer anscheinend. Ich habe es, wie gesagt, noch nie probiert, weil bei mir reicht halt Creme. Und das sei dir halt wirklich auch gesagt. Der letzte Schritt muss die Creme sein. Es ist nicht das, das ist ein Feuchtigkeitsprodukt. Das ist ein eingedickter Toner. Ne? Also ich habe das in den Kommentaren von den Produkten gesehen und mir gedacht, so, nein, so ganz funktioniert das nicht. Ne? Also wie gesagt, wenn du das aufträgst, ist es halt ein Toner, auch wenn es hier Moisturizer heißt. Ich kann mir beispielsweise auch vorstellen, habe ich aber nie probiert, vorm Make-up, wenn du dir das nochmal aufträgst, dass das auch einfach richtig gut funktionieren kann. Aber wie schon erwähnt, bei mir bröckelt irgendwann diese Stärke, die hier drin ist, weil es ist Stärke drin, weil sonst wäre es nicht so dick, bröckelt mir dann halt, wie gesagt, ganz gerne mal vom Gesicht runter. Und dieses Gefühl mag ich gar nicht. Ne? Auch so vom Kopf her muss ich sagen, verstehe ich die Produkte nicht ganz, weil ich habe keinen Benefit davon. Ne? Also jedes andere Gel, jeder andere Toner macht das Gleiche. Aber ich war super neugierig, Leute. Ne? Also ich habe mir das nicht ohne Grund gekauft, weil ich halt einfach super neugierig war und mir gedacht habe, ah, vielleicht kann man da ja irgendwie kombinieren und so. Habe ich aber kein einziges Mal gemacht. Wie hat der bei mir auf der Kopfhaut performt? Ich habe ja schon gesagt, hier ist Stärke auch mit drin und die Inhaltsstoffe von dem Toner, es ist nicht gemacht für die Haare, sagen wir es mal so, ne? Aber ganz oft ist es halt richtig gut, wenn du wirklich schnell fettende Kopfhaut hast, dass du eben auch mal dir eine Skincare hernimmst, die nicht nachfettet und die fettet nicht nach. Das war nicht so gut. Ne? Also es hat die Haare ein bisschen strähnig gemacht und ich habe ja eher viele Haare, aber dünne Haare. Bin dann sehr schnell davon weggegangen, dass ich da, wie gesagt, mir das auf die Kopfhaut gegeben habe. Es ist ein gutes Produkt, definitiv. Ne? Also ich will ihm nichts Schlechtes zusprechen, aber es funktioniert halt in meiner Welt nicht so, weil ich es halt auch an sich nicht so begreife. Also, du musst dich halt entscheiden. Beide Sachen sind im Standardsortiment. Möchtest du Panthenol und Sika in dem Produkt drin haben? Zahlst du? Ich habe es jetzt nicht umgerechnet. Ich habe es euch ja eingeblendet. Hierfür zahlst du ein bisschen weniger, hast aber weniger Milliliter. Hier zahlst du ein bisschen mehr. Aber bei dem Produkt, und Rossmann macht das ganz gerne, deswegen finde ich bei Rossmann auch aktuelle Kommentare, der reduziert solche Produkte, dass sie einfach auch mal wieder ein bisschen interessant werden. Solche Produkte gehen bei DM ganz gern unter. Und ich habe vor kurzem erst ein Video dazu gemacht, dass ich es einfach hasse, wenn man aus Skincare Hypes macht. Und das war auch wieder mal so ein kleiner Hype, der zwar nicht funktioniert hat, weil das ganz schnell wieder weg war und ganz viele Leute das an sich nicht so richtig verstanden haben. Und die es doch verstanden haben und neugierig waren, die sind entweder nicht dabei geblieben oder sie haben darauf reagiert mit Pickelchen. Denn, wie gesagt, du hast keinen Mehrwert von dem Produkt. Wenn du dir ein Serum aufträgst, einen Toner aufträgst, eine Creme aufträgst, hast du genau das Gleiche. Nur weil du das Produkt hier aufträgst,
darfst du die Creme nicht weglassen. Na, das ist nicht pflegend. Das ist definitiv nicht pflegend. Da ist nur Feuchtigkeit drin. Und wenn du Feuchtigkeit nur auf die Haut aufgibst, die verdunstet dir. Leider. Also mach eine Creme drauf. Wenn du ganz mutig bist, mach Paraffin oder sowas drauf. Probier es einfach aus, wenn du sehr trockene Haut hast. Also die Versiegelung ist das A und O. Bist du damit zurechtgekommen? Würde mich mal interessieren. Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Ich kann es gar nicht abwarten, bis ich die Produkte wirklich leer habe. Es kann echt sein, dass es in der Aufbrauch-Challenge wieder auftaucht, weil ich mir wirklich schwer tue, das aufzubrauchen. Ich bin tatsächlich der Typ, der gerne flüssigere Produkte nimmt. Aber kommst du mit den Produkten zurecht? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Also gerade wie performt es mit Make-up und so weiter. Wird mich interessieren, wird wahrscheinlich auch meine Zuschauer interessieren. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.